Hallo und willkommen zu einem neuen Video, weil ich ja sonst keine Videos mache. Und zwar geht es heute darum, wie eigentlich es dazu kam, dass die Farben Blau, Schwarz und Weiß zur Flagge der Estnischen Republik geworden sind. Mehr dazu nach meinem super Vorspann. Im Übrigen züchte ich gerade meinen eigenen Sauerteig, könnt ihr mal sehen. Der Sauerteig besteht ja aus Wasser und Mehl. Und die Kunst dabei ist, dass es nicht schimmelt, weil dann ist ja tot, der Sauerteig. Und damit kann man bis später Brot backen. Ja, also eigentlich, was mich am meisten gewundert hat, als ich hergekommen bin, ist, dass die Esten hier so zwei Fremdsprachen lernen können, neben Englisch. Aber dann können sie wählen zwischen Russisch und Deutsch. Und ich dachte mir so, hey, warum lernen die Deutsch? Deutschland ist übelst weit weg. Also es wäre viel logischer, wenn die irgendwie Lettisch lernen würden oder so, weil das schon sehr unterschiedlich ist. Und dann könnten sie sich halt auch im Nachbarland unterhalten. Die lernen halt einfach Deutsch. Und das hängt halt eben auch mit dieser Geschichte zusammen, die Deutschland in der estnischen Vergangenheit so eingenommen hat. Heute geht es darum, wie diese Flaggenfarben zusammengekommen sind. Und da hat Deutschland auch nicht eine unrelevante Rolle gespielt. Das mit der estnischen Flagge, das geht zurück bis 1870. Gerade an der Macht waren Dänemark, Schweden und Russland. In dem Gebiet von Tartu war es Russland. Die Deutschen waren auch noch da, aber eben nicht mehr an der Macht. Und dieser Funke der heutigen estnischen Flagge, der wurde in den Köpfen von ein paar estnischen Studenten gezündet. Und zwar hatten die einen Plan, dass sie zusammen als estnische Studenten gerne auch eine Studentenverbindung gründen wollten nach dem deutschen Vorbild. Deswegen haben die sich entsprechend organisiert und brauchten für diese Studentenverbindung aber eben auch Farben. Da war schnell klar, okay, wir nehmen Blau, Schwarz und Weiß. Diese Farben mussten aber auch genehmigt werden von den anderen deutschen Studentenverbindungen. Das haben die aber allerdings nicht genehmigt. Und dann war die Sache auch erstmal vom Tisch. Das Ganze hat aber jetzt nicht unbedingt die estnischen Studenten davon abgehalten, ihr eigenes Ding zu machen. Es gab nämlich da einen jungen Herrn namens Alexander Minus und der ist am 7. April 1882 mit einer Mütze, die blau, schwarz und weiß war, durch Tartu gelaufen und durch die Öffentlichkeit gegangen. Das fanden die deutschen Studenten gar nicht witzig und haben ihm die Mütze kurzerhand vom Kopf gerissen und die auf den Boden zertrampelt. Der gute Alex, der wurde dann exmatrikuliert und die Sache war auch erstmal beendet damit. Die Gründung einer estnischen Studentenverbindung war dann auch erstmal nicht drin. Es gab zu der Zeit aber auch den Verein Studierender Esten und dort war es den estnischen Studenten immer noch erlaubt, sich zu treffen. Wenn die dann quasi so einen Verein für Studierende Esten gegründet haben, dann musste es ja auch quasi heißen, dass es davon jetzt nicht so krass viele gab und dass sie ja wirklich auch in der Minderheit waren als Esten und als estnische Studierende. Und das war ja dann auch quasi so ein Privileg, das man hatte, dass man als Este auch studieren konnte oder als Estin. Und 1884 dachten sich dann drei Mitglieder des Vereins estnischer Studierender, komm, wir nähen doch mal eine Flagge aus den Farben Blau, Schwarz und Weiß. Die haben sich dann zusammengetan, die drei Mädels, und haben die Flagge genäht. Und die wurde dann auch im selben Jahr in Oderpä geweiht, am 4. Juni. Und von dort an haben sich dann die Farben immer weiter verbreitet, also im ganzen Land. 1940 kam dann aber die Sowjetunion und hat diese blau-schwarz-weiße Flagge verboten. Also auf Estnisch heißt die Sinimustvalge. Und die durfte dann nirgends mehr wehen. Die haben nämlich ihre eigene Flagge eingeführt. Diese rote Flagge mit dem Hammer und mit der Sichel von der Sowjetunion. Und Sinimustvalge wurde dann verboten. Die Flagge wurde dann auch offiziell, also diese Sinimustvalge-Flagge, wurde dann auch offiziell in der Nähe von Viljandi die begraben. 1943 hat Karl Aun, ein estnischer Jurist, seine Flagge bei sich zu Hause versteckt und nicht mehr rausgeholt. So lange, bis die Esten ihre Unabhängigkeit wieder hatten. Das war am 24. Februar 1992. Da hat er sie wieder rausgeholt und konnte sie endlich wieder wehen lassen. Das muss man sich mal überlegen, 1992, das ist noch nicht mal so lange her. Das ist jetzt 28 Jahre her, also 4 Jahre mehr, als ich alt bin. Das ist voll wenig. Da haben dann die Esten zum zweiten Mal ihre Unabhängigkeit erklären können. Von dieser Unabhängigkeit 1992 ab wurde dann diese estnische Flagge wieder zurück an den Verein übergeben und konnte dann dort wieder wehen. Es gibt Süßigkeiten in den Farben Blau, Schwarz, Weiß. Es gibt Brot in den Farben, also nicht das Brot selbst, sondern und auch nicht die Süßigkeit selbst, aber die Verpackung. Dadurch, dass die Esten ja auch total lange unterdrückt worden sind,
feiern die halt viel heftiger so den Nationalfeiertag, als wir zum Beispiel das in Deutschland machen. Oder zumindest als ich das Gefühl hatte, dass ich das in Deutschland gemacht hätte. Dann feiern die quasi am 24. Februar ist der Nationalfeiertag. Schon die Woche vorher total vorbereitet. So die Stadt wird komplett geschmückt mit den Farben der estnischen Flagge. Wir in der Schule haben das auch gefeiert. Wir haben dann am Freitag vor dem Nationalfeiertag früher Schluss gemacht, sind dann zusammen in die Kirche gegangen und haben da nochmal die Hymne gesungen, die Schulhymne auch. Studentenverbindungen sind mit ihren Flaggen und ihren Farben durch Tartu gelaufen und das Militär war da. Und dann hat man auch noch auf dem Rathausplatz konnte man dann traditionelle Tänze, konnte man da zuschauen und auch selbst mit tanzen. Unter der Zeichnung des Friedensvertrages haben wir eine Wanderung gemacht, also jede Klasse hat da teilgenommen und die ging durch ganz Tartu. Der hat uns dann an verschiedene Orte gebracht, also an verschiedene Stellen, wie zum Beispiel irgendwelche Statuen, die irgendwie bedeutend sind für die Stadt oder für Estland. Und das Ende war quasi das estnische Nationalmuseum in Tartu und da wurde dann nochmal der Friedensvertrag gezeigt und das konnten sich die Schüler nochmal alle angucken. Und beim Nationalfeiertag ist es auch so, dass jeder hier eigentlich seine Flagge raushängt. Das ist ja schon ohnehin so, dass eigentlich vor jeder Hochschule, nicht vor jedem öffentlichen Gebäude, aber vor vielen Gebäuden einfach auch die Flagge hängt. Das könnte man in Deutschland ja jetzt so eigentlich nicht bringen, weil dann wäre man ja sofort irgendwie abgestempelt als... Es gibt noch den Fastnet-Bath. Das ist eigentlich sowas wie Fastnacht übersetzt, aber das wird nicht so gefeiert wie in Deutschland. Dieses Gebäck, Fastle, Bäf, Kuckel oder so ähnlich, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Und das ist irgendwie so ein Teigball, also einfach so groß ungefähr. Das wird oben einmal so durchgeschnitten, dann wird der Deckel abgenommen und da wird dann Sahne reingemacht oder draufgesprüht und dann mit so Puderzucker und das ist eigentlich ziemlich geil. Also das kann man auch überall neben Kaffee dann essen und alle kaufen sich das so to go oder zum da essen. Ich denke, ich werde demnächst wieder ein spannendes Video haben und euch auf dem Laufenden halten. Die Corona-Zeit hält uns ja alle auf Trab. Seid gespannt und bleibt dran. Bis dann.